So, herzlich willkommen zurück hier beim GeoGuttos. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Heute ist es Dienstag und ihr werdet die Folge aber erst am Mittwoch sehen. Ich habe ja schon mal ein bisschen vorproduziert, weil ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin. Von daher, was haben wir heute zu bieten? Wir haben hier das Heimspiel gegen Frankfurt. In Frankfurt gegen Dortmund. Und wir sind stärketechnisch sensationell auf Platz 3. Wir spielen hier die Saison unseres Lebens, würde ich fast sagen. Und die Dortmunder, die sind hier auf Platz 2 und die spielen so eine recht mäßige Serie. Aber es ging ja gerade erst los. Wir sind Dritter und die Borussen, die sind hier Fünfter. Aus dem Vorjahr haben wir hier einen Heimsieg geholt, 2-1, und haben auswärts 3-1 verloren. Mit dem Heimsieg könnte ich mich anfreunden. Aber das wird auf jeden Fall eine schwere Nummer. Wir haben heute das Topspiel am 9. Spieltag. Und dazu sind auch noch gute Spiele Wolfsburg gegen Hoffenheim, 1. gegen 11. und Gladbach gegen Leverkusen. Insgesamt schaut die Statistik eher nicht so toll aus. Wir haben auch noch ein bisschen was aufzuholen. Wobei man sagen muss, zu Hause passt es ganz gut. Zu Hause sind wir gegen Dortmund immer ganz gut zurechtgekommen. So, dazu haben wir dann heute noch hier das Heimspiel in der Euroleague gegen Razgrad, wo wir wieder mit so einer modifizierten Reservemannschaft antreten werden. Und dann bauen wir uns mal jetzt hier unsere Aufstellung zusammen. Beziehungsweise haben wir die beim letzten Mal schon so ein bisschen zusammengebastelt. Ich würde nur noch schauen, wo wir hier irgendwas signifikant verbessern können. Sehe da aber jetzt nicht wirklich so viel Potenzial. Ich denke, wir sind eigentlich so, wie wir jetzt stehen, ganz gut aufgestellt. Wir gucken nochmal hier in so ein paar Sachen rein, was wir beim letzten Mal vielleicht da nicht so geschafft haben. Heimspiel beginnen wir hier mit 88% Einsatz. Und gegen Dortmund, das ist ja ein Topspiel, da gibt es dann immer 2200 Euro Siegprämie für die Jungs, wenn sie hier mit einem Sieg den ganzen Spaß beenden. Wir haben hier als Gegner Aubameyang, der schießt hier Tore, wie er will. Und der ist halt so schnell, ich glaube halt einfach nicht, dass der sonderlich zu halten ist. Wir geben den trotzdem mal hier so eine Sonderbewachung an die Hand. Und haben hier mit Abraham und Fallett, zumindest mit Abraham, jemanden, den auch mal hier richtig schön an die Seite stellen können. Nichtsdestotrotz ist Dortmund halt einfach auch so stark. Da müssen wir versuchen, auf unser Spiel zu achten. Versuchen hier unsere Sache durchzukriegen. So, jetzt wollte ich mal hier schauen, wie schaut es denn jetzt hier aktuell bei den Laien aus? Bogota, der macht seine Sache weiterhin recht gut. Der hat hier 9 Spiele, 7 Tore. Gucken wir mal hier in Moskau rein. Die haben sich so ein kleines bisschen gefangen, sind jetzt im Mittelfeld. Und Bogota hat hier gegen Chelsea wieder genetzt. So, Champions League ist so ein bisschen seins, ne? Da hat er hier gute Tore geschossen. In der Liga hat er bis jetzt noch nicht so gezündet. Außer gegen Krasnodar, da hat er mal 3 gemacht. Ansonsten in der Startformation steht er. Bin ich gespannt, was hier noch kommt. Wie hat denn hier Moskau Spiele? Und zwar am 28. Oktober und 1. November. Das werden wir doch diesmal beides mitnehmen können. Jo, da werden wir auf jeden Fall hier 2 weitere Spiele sehen. Ansonsten, Kamada hat jetzt hier angefangen, so ein bisschen zu treffen. Und Besuschkow hat hier seine ersten Einsätze. Ersten 4 Spiele und glatt 2 Tore geschossen. Das schaut auf jeden Fall ganz gut aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, die Mannschaft, die steht soweit. So wirkliche News hier, vor allem rundherum, gibt es jetzt nicht. Wir haben hier unsere Torhüter mal fertig gescoutet. Uns auch mal die Berichte ansehen. Einer fehlt noch. Wir haben jetzt hier Milinkovic-Savic gescoutet. Auf einer 9. Der hat eine glorreiche Zukunft. Und wir haben Dragowski, der hat auch eine glorreiche Zukunft.
Ansonsten haben wir hier allerhand Talente, die wir interessant finden. Viele haben eine 10er Bekanntheit. Da werden wir mal schauen, was wir uns hier in der Zukunft noch mit ins Boot holen. Aber im Moment sind wir ja sowieso vom Kader her super breit aufgestellt. Wir werden wahrscheinlich am ehesten uns von dem ein oder anderen Spieler zur Halbserie vielleicht noch trennen. Wir müssen auch mal perspektivisch gucken, wir haben ja hier auch unsere Leihen, die hier bis auf Jovic alle zum Ende der Saison auslaufen. Und da brauchen wir ja auch nochmal 6 Millionen plus die ganzen Gehaltsspäße. Ja, so 2,5 Millionen brauchen wir dann nochmal für Gehalt und 6 Millionen für, dass wir die Leute hier kaufen können. 5 Millionen. Und dann haben wir ja noch dann in der nächsten Saison Jovic. Und Stand jetzt werden wir den hier auf jeden Fall holen. Aber bis dahin ist noch viel Luft. Dann sind wir soweit dran. Dann würde ich sagen, können wir hier heute ins Spiel gehen. Wir schauen uns an, was wir hier gegen Dortmund auf der Reihe kriegen. Wir sind 18 Punkte schlechter, haben aber bis jetzt eine super Serie gespielt, versuchen hier mit viel Kampf und Einsatz denen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir beginnen ruhig, konzentriert und gehen rein hier, Anpfiff. Am 9. Spieltag. Und da haben wir doch hier nach 4 Minuten die erste super Chance hier für Dortmund. Und Şahin, der läuft hier alleine auf Radetzky zu, aber im Fallett, der passt hier im letzten Moment noch auf und kann hier den Ball klären. Jetzt haben wir hier einen ersten schönen Konter und Daniel Wass. Der schießt hier, aber Birki ist da und passt auf. Und wir haben leider hier den nächsten Verletzten. Es will nicht aufhören, es hier die super Spieler wegzunehmen. Und das macht echt irgendwie keinen Spaß mit den ganzen Verletzten. Und da bringen wir doch Tabata, der, wenn er denn bis jetzt gespielt hat, eigentlich auch immer eine gute Leistung bringen konnte. Fast eine Viertelstunde durch. Dortmund, die kommen ja wieder mit der nächsten Chance. Und zwar Pulisic, der flankt hier von rechts. Und Radetzky, der haut hier den Ball vor die Füße von Aubameyang und Kagawa schießt den hier nach einem zurückgelegten Pass drüber. Jetzt haben wir hier Rebic, der geht in den Strafraum und schießt und Toprak rettet auf der Linie, schießt dabei Sokratis an und ist ein Eigentor. Wir führen hier 1-0 nach 15 Minuten. Schöne Einzelaktion von Rebic, der hier nicht auf Jovic aufgelegt hat, sondern das Ding lieber alleine gemacht hat. Und klasse auf jeden Fall. Richtig gut. Nächste Chance wieder für Dortmund, aber Fallett passt auf und kann hier vom Angreifer klären. Jetzt haben wir hier ein extrem hartes Einsteigen von Hasebe gegen Şahin. Und das war hier knapp an der Verletzung dran und dafür hätte man eigentlich auch rot geben können. Aber wir spielen halt immer hier mit vollem Einsatz und da ist das so. Jetzt haben wir hier Rebic, der setzt Boateng hier in Szene. Der umkurvt Birki und macht es 2-0. Freunde, es sind 25 Minuten gespielt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir wieder zwei solche Chancen und wir machen zwei Buden. Und ich glaube, oh, das können wir gegen Dortmund noch gebrauchen. Jetzt haben wir hier Aubameyang mit einer Chance. Aber der kriegt den Ball nicht mehr aufs Tor. Und da haben wir Glück hier. Und jetzt haben wir hier die nächste Chance. Castro, der schließt hier ab. Aber Radetzky ist da und kann den Ball halten. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Eine halbe Stunde, es steht 2-0. Dortmund hat Riesenchancen und wir machen aus unseren wenigen Möglichkeiten die Tore. Darum sage ich, Jungs, ruhig so weiter. Jetzt haben wir hier De Guzman, der legt auf Chandler ab. Der schießt, aber der Ball geht knapp hier vorbei. Ja, es steht eigentlich nicht für uns, dass wir hier die dritte Chance nicht nutzen können. es ist Halbzeit. Es ist Halbzeit und es steht 2-0. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier so richtig mache. Die Mannschaft, die spielt hier einfach richtig stark. Ich habe auch das Gefühl, so taktisch sind wir hier echt gut eingestellt. Wir sind im Ballbesitz knapp schlechter. Schießen zweimal aufs Tor und beide Bälle sind drin. Chancen sind wir knapp dahinter.
Fitness sind wir knapp vorne. Und Pässe spielen wir nicht ganz so viel. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Daniel Wass, den würde ich hier mal so ein bisschen pushen. Hasebe wäre dann wahrscheinlich so ein Kollege, den wir hier überlegen können, ob wir den auswechseln. Ansonsten sieht es hier sehr geschmeidig aus. Freut mich. Gehen wir in die zweite Halbzeit, lassen wir hier alle Spieler aufwärmen, gehen wieder ruhig ran. Und so erster Wechsler wäre dann wahrscheinlich Hasebe, den ich hier rausnehme aufgrund der gelben Karte. Und jetzt haben wir hier 52. und da hat Dortmund eine sehenswerte Kombination. Castro ist alleine vom Tor, aber Radetzky, der macht hier wieder eine klasse Tat. Und jetzt bringe ich hier auch den Wechsel. Denn ich brauche hier Leute, die vollen Einsatz reingehen können. Wenn da hier einer mit einer gelben Karte daherkommt, dann ist das einfach super gefährlich. Jetzt haben wir hier eine Ecke von Toljan. Abraham klärt das Ding. Aber Pulic gewinnt hier gegen Fallett den Zweikampf. Der Ball kommt zu Aubameyang. Der schießt hier entschlossen. Chayin fälscht das Ding noch ab mit der Hacke. Radetzky hat keine Chance. Aber der Ball, der kullert hier Zentimeter am Tor vorbei. Da haben wir echt super Glück. Und ich würde sagen, wir führen hier 2-0. Wir gehen mal hier so ein bisschen auf Zeitspiel und ziehen mal noch den Einsatz hier in Zacken hoch. Und wir haben ja hier noch unsere Super-Joker. Mit Stendera, der zuletzt richtig stark gespielt hat, mit Wolf, der noch draußen sitzt. Auch Haller haben wir hier noch draußen. Und jetzt haben wir hier eine Flanke von Pulisic und Chayin macht das Tor, aber der schubst hier Radetzky mit ins Tor rein. Und da ist es nur normal, dass sowas nicht zählt. Das muss echt nicht sein. Dann haben wir hier auch Chayin, der hier De Guzman im Mittelfeld, im Mittelraum hier einfach wegdrückt und kriegt dafür gelb. Nächste Chance für die Borussen, Kagawa zieht ab, aber Radetzky ist wieder unten und er macht hier so ein bisschen mit das Spiel seines Lebens. Und schaut es doch ganz gut aus, das Stadion ist wie immer ausverkauft. Wir haben hier jetzt gut Zeit und ich würde sagen, wir wechseln. Jovic hat das gut gemacht. Keine wirklich sehenswerte Aktion gehabt, da bringen wir Haller dafür. Und dann haben wir hier hinten raus noch... Nee, das war's mit dem Wechsel. Ah, schade, eigentlich wollte ich doch unseren Wolf wieder bringen. Ja, so ein bisschen leid tut mir das momentan noch für Arangis. Der sitzt hier draußen, obwohl er hier eigentlich einer der besten Spieler ist, aber... De Guzman macht das momentan halt einfach richtig schwach. Richtig stark, pardon. Richtig schwach sind dann eher immer die Gegner, die gegen ihn spielen müssen. Zumindest sieht es so aus. Der Einzige, mit dem ich hier nicht so richtig zufrieden bin, ist hier unsere Neuverpflichtung für viel, viel Geld. Der kann das hier bis jetzt leider nicht so halten, wie ich mir das erhofft habe. Jetzt haben wir hier die nächste Ecke von Dortmund, 74. Fallett, der hintert hier Jarmolenko am Kopfball, hält ihn auch so ein bisschen fest. Ah, ob man das jetzt pfeift oder nicht, es wird ja immer gezogen und gezerrt im Strafraum. Das kann man schon so durchlaufen lassen. Wenn man das pfeift, dann muss man hier 5 Elfmeter im Spiel pfeifen. Und Dortmund, das ist jetzt, die kommen hier weiter und jetzt hat ja Jarmolenko einen richtig krassen Zweikampf mit Havarta, aber der macht das richtig stark, fängt den Ball ab und da passiert hier gar nichts. Und dann sage ich hier die letzten 10 Minuten, wir gehen nochmal hier drauf, wir müssen hier gucken, dass wir hier das Ding über die Zeit kriegen. Weigel wird jetzt hier von De Guzman einfach mal so umgemäht, weggerannt. Ah, dafür kann man gelb geben, das ist okay. Jetzt haben wir hier einen gefährlichen Freistoß für Dortmund. Oh, das ist gefährlich, da haben sie bestimmt den einen oder anderen, der das kann. Castro probiert das hier, der legt sich den Ball zurecht, täuscht den Schuss an, steckt den auf Aubameyang durch, aber der steht im Abseits. Da haben wir Glück gehabt, das war ganz, ganz knapp. Aber das Schiedsrichterteam, das macht hier mit und passt auf. Jetzt haben wir hier Vaas mit einer Flanke auf De Guzman. Oh, der nimmt den Ball gar nicht an, sondern der zimmert den direkt drauf und knallt den gegen Pfosten. Also wenn wir hier 3-0 gewonnen hätten, das wäre wirklich schon ein bisschen gruselig. Ah, sehr schade, ey. Das wäre die Entscheidung gewesen, aber so sind 90 Minuten durch. Abpfiff. Ich fasse es immer noch nicht. Wir gewinnen 2-0 zu Hause gegen Dortmund. Und Jungs, ich habe gerade was gesehen. Wir sind Tabellenführer. Wir sind Tabellenführer und die Jungs, die sind hier super euphorisch. Radetzky, der hat ja momentan eine 82 und der hält hier eigentlich alles. Auch Abraham, ich kann mich noch an Anfang der Saison
erinnern, der hat hier richtig schlecht gespielt. Momentan, da macht er eine 1-5. Offensiv war es jetzt nicht so überragend, aber wir machen hier schnell zwei Tore. Und danach spielt hier auch Tabata richtig stark, der eigentlich nur so ein Wechsler ist. Und ich hoffe jetzt, dass wir hier mit Williams 3 Tage Ausfall ist okay. Aber das ist ein bisschen nervig, dass wir hier immer viele Spieler haben, die sich immer für relativ kurze Zeiträume relativ viel verletzen. Ja, Ballbesitz haben wir diesmal den Dortmundern überlassen. Die wollten den lieber mehr haben. Das ist dann auch in Ordnung. Chancen haben wir trotzdem 5-7, das ist okay. Und über das 2-0, da brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Das ist richtig klasse. Wir sind Tabellenführer nach 9 Spielen. Und haben 20 Punkte. Nach 9 Spielen ist das echt super. Die anderen Ergebnisse. Leipzig, die gewinnen hier 2-0 gegen Stuttgart. Das starke Mittelfeld, das macht den Sieg aus hier. Gladbach verliert zu Hause 0-2 gegen Leverkusen, die sich damit hier so wieder an die Europapokalplätze rankämpfen. Augsburg holt den ersten Dreier der Saison. Machen das hier in der Frühphase des Spiels klar gegen Hannover. Und Hannover, die gurken hier weiter ganz unten rum. Echt schrecklich. Köln 2-2 gegen Werder Bremen. Es ging hin und her und trotz Unterzahl konnte man dann hier, trotz, hat er denn hier gelb-rot gekriegt? Steht gar nicht drin. Nö. Also die gelb-rote Karte, die finde ich jetzt hier nicht. Oder bin ich blind? Horn, dann macht Horn das Tor und dann kriegt Horn hier wieder, ah, hier hat es das nicht angezeigt. Also so eine, so 20 Minuten mussten sie in Unterzahl spielen. Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass sie das dann halten können. Mainz gewinnt auf Schalke. Super Überraschung. Holt dann, glaube ich, auch den ersten Sieg. Und die kämpfen sich so ein bisschen an Stuttgart und Hertha ran. Dann die Bayern gewinnen in Hamburg. Nach Rückstand können sie endlich mal hier wieder drehen. Doppelpack Lewandowski. Für die Bayern natürlich die 12 Punkte echt erschreckend schwach. Aber ich glaube, die kommen dann hinten raus noch in der Saison. Freiburg gewinnt 1-0 gegen Hertha. Nils Petersen sichert hier ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Und Freiburg ist auf 4. Das ist ja eigentlich fast noch eine größere Sensation. Richtig stark. Wir gewinnen 2-0 gegen Dortmund. Und Wolfsburg verliert 1-0 gegen Hoffenheim. Womit wir hier an Wolfsburg vorbeikommen können. Und da sind wir auf Platz 1. Durch einfach eine überragende Chancenverwertung. Das muss man einfach so sagen. Spielstatistiken, da haben wir hier De Guzman, der sich hier mit einer richtig klasse Leistung mit reinspielen kann. Ansonsten haben wir hier so einen kleinen Leipzig-Block auf links. Defensiv war wohl Freiburg richtig gut. Rhys Oxford und Harvard Nordweit sind noch mit drin. Chor von Leverkusen und im Sturm Viktor Fischer und Robert Lewandowski, der hier Doppelpack macht. Und Seyuncu ist hier Spieler des Spieltags und hat hier momentan auch Form 18. Ist natürlich auch richtig, richtig stark. Aubameyang weiterhin hier ganz oben. Unsere Sonderbewachung und Manndeckung hat hier echt was gebracht. Und Jovic und Haller sind gut postiert, aber ansonsten kann sich jetzt hier niemand groß mit nach vorne schießen. Boateng hier mit einem schönen Aufwärtstrend. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Fallett und Radetzky sind hier in der guten besten Spieler drin. Und Abraham, den hatten wir doch hier als Manndecker für Aubameyang. Ich glaube, der hat das richtig, richtig stark gemacht. Und das sieht ja super aus. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier gewinnen können. Ehrlich. Irgendwann wird die erste Niederlage kommen. Aber solange wir das hier rauszögern können, versuchen wir das doch mitzunehmen. Ja, der Peter Fischer, der ist hier auch super zufrieden mit uns. Und das ist auf jeden Fall klasse. De Guzman in der 11. Woche. Verletzung. Williams und Costa kommen hier zeitnah wieder. Blum auch. Und dann haben wir hier unsere 3 Langzeitverletzten. Rebic bedankt sich und gewinnt Vertrauen. Und dann schaut das erstmal ganz gut aus. Wir nehmen auf jeden Fall das Spiel hier gegen Raskrad noch mit. Und da werden wir rotieren. In der Euroleague können wir uns das leisten. Verlieren möchte ich nicht in der Euroleague. Den ersten Platz, den möchte ich mir eigentlich ganz gern sichern. Da können wir hier vielleicht mit einem einfacheren Los auskommen.
Und dann gehen wir hier mal weiter und ich würde nochmal hier so ein bisschen auf Kommentare eingehen. Und zwar, dadurch, dass ich die Folge ja voraufnehme, sind auf der aktuellen Folge jetzt noch keine Kommentare, die ist einfach zu kurz drin. Aber ich habe hier noch Kommentare nachzuholen. Und zwar hat sich hier Frank Schönikes gemeldet. Und der sagt, in Europa sind wir weiter ungeschlagen. Das war hier die Folge, wo wir gegen Rast gerade unentschieden gespielt haben. Und das Frankfurt aus im DFB-Pokal, das habe ich so ein bisschen vorgeahnt, da die auch einfach im Supercup hier einfach richtig schlecht waren. Und es tut mir auch echt ein bisschen leid. Jetzt hat hier Frankfurt vor, ich glaube gestern, den Kostic sich 2 Jahre ausgeliehen. Ja, ich weiß nicht, ob das der Anfang vom Ende ist. Denn schließlich ist Kostic in den letzten 2 Jahren 2-mal abgestiegen. Von dem bin ich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Aber Potenzial hat er auf jeden Fall richtig gut. Ich denke auch, dass man mit Haller von drin und Rebic und Kostic zumal einen richtig qualitativ hochwertigen Sturm hat. Aber ich bin mir halt charakterlich bei den Jungs nicht so sicher. Da habe ich so ein bisschen Bedenken. Und dann hat er noch geschrieben, der Frank Schönikes, dass wir hier, dass immer bei der Aussprache beim Kollegen Daniel Was darauf achten soll, dass der Daniel Was heißt und nicht Daniel Was. Ja, und momentan bin ich so ein bisschen enttäuscht von dem. Den haben wir hier für viel Geld geholt, 9,5 Millionen haben wir für den ausgegeben. Ich meine, der ist es natürlich auch mit dem Marktwert wert, ist kein Problem. Aber wenn wir hier in die Saisondetails reingehen, dann hat er hier relativ oft gespielt, auch viel Zeit gespielt bei uns. Und nie so wirklich Leistung gebracht, na. Der hat hier Freundschaftsspielen hat er noch Tore geschossen. Und gegen Hannover und gegen Praga hat er Vorlagen gegeben. Und die Form, die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Zwischendurch war er sogar mal hier auf so einer einstelligen Form. Ist nicht. Macht er bis jetzt nicht gut. Muss man einfach sagen. Ist enttäuschend. Mit dem müssen wir mal hier sprechen, dass wir hier noch ein bisschen was rausholen. Denn wenn das hier nichts wird, dann müssen wir hier schauen, dass wir hier jemand anders einsetzen. Und dass wir uns von dem Kollegen hier irgendwie wieder trennen. Dann müssen wir ihn zurückverkaufen nach Celta Vigo. Vielleicht können wir da auch noch hier so ein finanzielles Ding draus machen. Aber ich sag mal, was brauche ich? Was will ich mit einem Außenstürmer, der eine Vorlage bringt? Wenn ich mir da Rebic angucke, der macht wenigstens 2 Tore und der macht ja auch ein bisschen Ballett. Das ist enttäuschend, muss man echt sagen. Rebic hat 2 Tore, 2 Vorlagen. Ist da halt einfach mal an 4-mal so vielen Torszenen beteiligt. Wieder Jovic. Was? Schon wieder gesagt. Ich glaube auch, das wird relativ schwierig, den Namen hier dann dauerhaft so auszusprechen. Ich kenne den Spieler eigentlich gar nicht so viel. Ich habe von ihm noch gar nicht so wahnsinnig viel gehört. Aber scheint kein schlechter zu sein, zumindest von den Werten her. Leistung konnte er bis jetzt nicht wirklich viel bringen. So, und was hat man noch? Und da hat Frank Schönikes noch geschrieben, dass wir 96 bitte putzen sollen. Das ist uns ja in dem Fall gelungen. Liga-mäßig haben wir hier fast alles Gutes mitgenommen. So, kommen wir hier mal. Auf jeden Fall erstmal danke dafür, Frank Schönikes. Schön, bist hier immer dabei. Klasse Sache. Jetzt haben wir hier Champions League. Sevilla verliert hier zu Hause 4-0 gegen die Bayern. Und Tottenham gewinnt 2-0 in Nizza. Ja, Tottenham und Bayern machen das hier recht souverän. Zwischen Sevilla und Nizza wird sich das hier wahrscheinlich in den direkten Aufeinandertreffen entscheiden, wer hier Europa League weiterspielen darf und wer nicht. Ist auch ein Gegner, wo ich nicht so zeitig drauf treffen möchte in der Europa League. Die sind auf jeden Fall gut dabei. Juve spielt 0-0 gegen Sporting Lissabon und Liverpool souverän 2-0 gegen Villarreal. Das sieht ja auch stark nach Italien und England aus und Lissabon darf wahrscheinlich dann in der Europa League weiter sein. Das wäre zum Beispiel ein toller Gegner, da würde ich mich freuen, wenn wir die kriegen. Ich denke, die können wir auch packen. Dann haben wir hier die Dortmund-Gruppe. Dortmund, ja schon fast ein bisschen lächerlich gegen Thessaloniki, nur 0-0, nachdem man hier auswärts 4-1 gewinnen konnte.
Und ManU gewinnt hier 4-0 gegen Monaco. ManU ist, denke ich, durch und Monaco und Dortmund. Das wird sich ja am letzten Spieltag, denke ich, entscheiden. Es sei denn, natürlich kann auch sein, dass es dann schon durch ist, wenn Dortmund hier gegen United verliert und Thessaloniki eine Klatsche kriegt gegen Monaco, dann war's das. Ah, das ist nicht gut von den Borussen. Ah, dann geht's in der Europa League weiter, dann hocken wir zusammen die Euro League. Leipzig, sensationell, die gewinnen hier gegen Barcelona, nachdem sie schon das Auswärtsspiel gewonnen haben. Gewinnt hier Leipzig gegen Barcelona 1-0. Das ist auf jeden Fall richtig stark, auch Leipzig scheint hier durch zu sein. Obwohl ich jetzt hier nicht der größte RB-Fan bin, aber international bin ich dann schon mal pro Deutschland. Zumindest würde hier was in der 5-Jahres-Wertung holen. Ansonsten ist es bei weitem nicht mein Verein. Und Anderlecht verliert zu Hause 3-1 gegen Neapel. Gruppe E haben wir hier Porto 4-0. Ganz klasse haben die hier Legia Warschau weggekegelt. Und unser super Laien-Spieler Bogota, Der macht hier Chelsea den Gar aus und 2-2. Und wenn man überlegt, dass hier der schon im Hinspiel, da haben sie zwar verloren, aber schon 2 Buden macht, dann macht er hier gegen Chelsea in 2 Spielen 3 Buden. Und trifft auch gegen Porto, trifft auch gegen Warschau. Also wenn sich mal hier jemand qualifiziert für die 11 der Zwischenrunde oder der Gruppenphase, dann ist es doch mal hier Gotthard, der mit Moskau hier trifft, wie er will, möchte ich schon fast sagen. Das finde ich richtig gut. Vielleicht kriegt er hier eine tolle Aufwertung, irgend sowas. Denn bei uns würde er, glaube ich, auch nur auf der Bank sitzen. Okay, dann haben wir hier Atletico Madrid 2-1 Sieg gegen Besiktas und Benfica Lissabon verliert zu Hause 2-0 gegen Basel. Voll enge Gruppe. Hier kann es eigentlich jeder noch schaffen. Ich denke, Atletico ist durch. Der Rest ist völlig offen. Gruppe G verliert leider Hoffenheim zu Hause 3-2 gegen Manchester City. Der Leroy Sané, der macht hier das entscheidende Tor. Nachdem hier Hoffenheim zweimal geführt hat, verlieren sie leider. Und Donetsk verliert 5-0 gegen Rom. Ich habe hier Donetsk mal so ein Logo reingemacht. Ich weiß nicht, warum Donetsk nicht das richtige Logo hatte. Vielleicht guckt da mal drauf, dass das hier irgendwie falsch war. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch irgendwas verschlafen beim Runterladen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einfach mal mich selber probiert an so einem Logo und ich fand das eigentlich gar nicht so schwer. Natürlich ist es ein bisschen blöd, dass die so ein schmales Logo haben, aber von der Größe her sieht es ähnlich wie Lusanska aus. Habe ich einfach eingefügt, damit auch die Champions League möglichst originalgetreu ist. Ich meine, lange werden wir die nicht sehen in der Champions League. Die haben hier 1-14 Toren. Ja, das macht es zumindest für Hoffenheim gut. Die sind dann wenigstens hier in der Euro League dabei. Und dann haben wir letzte Gruppe, Gruppe H. Piräus verliert knapp 0-1 durch Benzema gegen Real. Und Feyenoord Rotterdam verliert auch 1-0 durch ein Tor von Cavani gegen Saint-Germain. Und da wird es wohl auch so rauslaufen, dass hier Feyenoord Rotterdam in der Europa League weiterspielt. Und das wäre auch ein toller Gegner, finde ich, für uns. Sind wir in der Champions League soweit durch? Ja, die wahnsinnig großen Überraschungen, die... Ich finde, Moskau ist schon hier somit die größte Überraschung. Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der Saison? Na, ich bin auf jeden Fall ziemlich ratlos, denn ich habe überhaupt keine Ahnung, ob meine Mannschaft ständig gewinnt. Nee, das nehmen wir natürlich nicht. Alles hat zwei Seiten. Nee, das brauchen wir auch nicht. Nicht zufrieden ist einfach auch richtig Quatsch, ganz schwach. Warum können wir denn hier nur sowas Negatives nehmen? Auch wenn wir momentan nicht... das verstehe ich nicht. Ganz schwach. Ich muss mir das selbst ankreiden. Ich bin ziemlich ratlos. Wir haben alles versucht. Alles hat zwei Seiten. Wir haben sportlich nicht gut abgeschnitten. Wir können jetzt... Also, das verstehe ich nicht. Wir haben doch in dieser Saison alles weggeklatscht, was geht. Und ich kann mir nur... Nee, dann mache ich hier so ein Kreuz... Da äußere ich mich nicht dazu. Da wäre ich eine Frage, kriege ich hier eine Frage von so einem blöden Reporter. Wahrscheinlich hier von Sky, ne? So ein Schnösel. Und da fragt er mich doch tatsächlich, warum es nicht läuft bei uns. Na, das zeugt ja mal von Kompetenz. Nee, da brechen wir das einfach ab. Das höre ich mir an und dann hier so die klassische Manier des. Wer war denn hier so ein toller früher mal hier?
Werner Lorand, wie Werner Lorand einst, da drehe ich mich einfach um und gehe, wenn ich solche blöden Fragen kriege. Das können Sie sich selbst beantworten. So, Zimmermann kommt rein für Radetzky, der kriegt hier wieder die Chance, Salcedo gewöhnlichst über rechts. Reyes darf verteidigen, Abraham kriegt hier Pause. Und Russ kommt auch wieder rein. Ja, und links bleibt ja nur Tabata übrig. Wir nehmen hier mal Da Costa mit, der ist frisch, nicht fit und ohne Form. Ne, der ist angeschlagen, können wir uns zu Hause lassen. Aber Ordonez nehmen wir mit, den werden wir auf jeden Fall auch bringen hier. Williams, der ist wieder fit, aber den lassen wir hier erstmal draußen. Stendera spielt hier im offensiven Mittelfeld. Genau wie Wolf seine Chance kriegt und Danny Blum ist leider verletzt, aber Barcock können wir noch bringen. Barcock. Und zwar nehmen wir dann De Guzman raus und spielen das so hier. Wolf, Barcock, Jovic. Dann haben wir im Mittelfeld Aranquis, der will hier unbedingt wieder Einsätze haben. Und dann haben wir defensiv die Wahl zwischen Fernandes und Hasebe. Und ich würde hier Fernandes die Chance geben. Haben wir hier noch draußen jemanden, den wir mitnehmen wollen. Den möchte ich eine Pause geben. Gacinovic können wir noch reinbringen. Dafür lassen wir Boateng zu Hause. Sieht das eigentlich ganz gut aus. Haller, Rebic, Hasebe, Vaz, Gacinovic. So können wir ins Spiel gehen. Wir haben jetzt hier eine 789 gegen eine 770. Da sind wir leichter Favorit. Und zu Hause ja sowieso. Ich hoffe hier wieder vor ausverkauftem Haus, wie sich das gehört für den Frankfurter Anhang. Gegen dann unser Testspiel. Ja, ist ausverkauft. Sehr gut. Ist irgendwas nicht ausverkauft? Offenheim? Ne, ist auch ausverkauft. Also wir haben hier immer ausverkauft. Wie gesagt, wir müssen uns hier mal mit dem Thema Stadionausbau auseinandersetzen. Jetzt wird es hier mal versuchen, so clever wie möglich nach oben zu kriegen. Ich denke, so 60.000 könnten wir locker haben. Machen wir auch ein bisschen mehr Umsatz und ein bisschen mehr Geld hier. Können wir immer gebrauchen. Finanzen ist immer wichtig, dass das läuft. So, dann können wir hier, das haben wir schon gemacht. Dann gucken wir nochmal hier in die Taktik rein. Das passt soweit, finde ich ganz gut. Wir können auch gegen die Konter spielen. Aranquis, der kann ja auch Distanzschüsse machen, wenn er das gern möchte. Stendera eher nicht. Barcock ist eher der Tripler. Und Wolf ist eher der, der steil geht. Und Wolf hier genau, volle Aggressivität. Und auch Barcock voller Einsatz. Die Jungs, die müssen hier was reißen. Die müssen ihre Chance versuchen zu nutzen. Und sie haben ja auch nichts zu verlieren. Gehen wir ins Spiel gegen Raskat. Und suchen wir hier wieder das Maximum rauszuholen. Textmodus. Stärketechnisch sind wir hier 19 Punkte stärker. Das, was wir vorhin schlechter waren gegen Dortmund. Und ich sage hier, wir müssen aufpassen, denn die sind total gefährlich. Und natürlich will ich auch gewinnen mit meiner Mannschaft. Ich will immer gewinnen. Aber es werden auch Niederlagen kommen. Und da müssen wir uns gut vorbereiten. Von daher, aber trotzdem wichtiges Spiel heute hier. Geht los, 10 Minuten sind gespielt, nichts passiert hier. Und dann wird hier Gelson Fernandes angeschossen. Der kriegt hier den Ball in Regionen, wo man den Ball nicht hin haben will. Und das tut hier richtig weh. Und jetzt haben wir hier eine Fehlentscheidung gegen uns. Und ach, da sind wir ganz relaxed. Da zucken wir hier einfach mit den Schultern und sagen uns, bitte, was willst du? Vierter Offizielle, der will hier irgendwas machen, aber keine Ahnung. So, 20 Minuten sind hier durch, 25 Minuten und jetzt passiert nicht viel. Jetzt haben wir hier Wolf mit der ersten Chance, der schießt hier von der Strafraumkante hart aufs Eck. Aber Stojanov, der kann hier den Ball halten, klärt zur Ecke. Die Ecke, die kommt rein von Stendera, kommt gefährlich auf den Elfmeterpunkt und Nachschuss hier von Wolf. Vorher hatte Stojanov einen richtig tollen Schuss von Jovic gehalten. Schade. Hätte es 1-0 sein können. Hätte auch zu uns gepasst hier. Aber hätte. Fahrradkette. Jetzt haben wir hier Chance für Cesaro, nachdem es Salcedo vorbeigrätscht. Aber. Oh nee. Oh nee. Reyes kriegt hier Rot in der 30. Minute.
Ach, Freund der Sonne, das muss doch nicht sein. Ich bin ja mit einer Dreierverteidigung weiter. Das ist richtig dumm. Das hilft deiner Mannschaft nicht, Reyes. Und jetzt muss auch noch Stendera verletzt raus. Ach, Stendera ist irgendwie auch nur verletzt hier. Der schafft es, keine zwei Spiele durchzuspielen. Tauschen wir hier. Dann tauschen wir hier, da ist hier Aranquis hier, unser neuer zentraler Stoßstürmer. Gacinovic, der Dribbler über außen. Wir müssen jetzt hier mit so einem Dreier-Defense-Ding weiterspielen und da rutscht hier Fernandes schon mal deutlich noch mit nach hinten. Auch Aranquis, der arbeitet hier jetzt nach hinten mit. Ach, rote Karten sind sinnlos, erst recht wegen sowas. Das verstehe ich immer nicht. Wie kann man so einen Quatsch machen? Da hat sich Reyes natürlich schön hier ins Ausgeschossen. Indem er sich hier nach 30 Minuten eine rote Karte abholt. Richtig dumm. Und jetzt hat er, jetzt kommt natürlich Rask gerade hier so ein bisschen. Jetzt haben sie hier eine super Chance hier. Karasu, der ist hier im Duell mit Zimmermann sehr hektisch und schießt vorbei. Unser Glück. Das ist Halbzeit. Tabata macht es gut, ein 1-0, den würde ich rausnehmen, dann bringen wir Williams rein. Wir brauchen hier ein bisschen mal punktuell Qualität rein. Aber das ist natürlich richtig dumm, dass wir hier sowas machen. Trotzdem 50-50 Ballbesitz, oh, wir müssen hier überall gewinnen. Können wir auch machen, jetzt schlägt eure große Stunde. Salcedo tun wir hier ein bisschen motivieren. Tabata hat es super gemacht, Wolf ist zu wenig. Das muss man dann noch sagen hier. So, da wärmen wir hier mal alle auf und sagen, Jungs, geht drauf hier. Ja, und dann hat man hier noch einen Kommentar, habe ich noch vergessen, den würde ich hier nochmal mit erwähnen wollen. Und zwar, der Mindgamer, der hat mir schon in die aktuelle Folge geschrieben, dass er im DFB-Pokal das richtig klasse fand, dass hier Chemie Leipzig durch ist. Und er ist hier richtiger Chemie-Fan und die haben eine Fanfreundschaft mit Frankfurt. Und da habe ich gesagt, wir gucken auch mal rein, ob wir die hier nicht irgendwie unterstützen können. Chemie Leipzig. Und finde ich auf jeden Fall gut, wenn man so regionale Mannschaften unterstützt. So, jetzt kommt hier Marcelinho für Aniset. Und jetzt kommt hier Lukoki, der setzt sich hier gegen Rust durch, legt auf Keseru, aber Zimmermann ist da und macht es eigentlich ganz gut. Was könnten wir hier noch wechseln? Also so wirklich jemand empfehlen tut sich jetzt hier nicht, er ist halt ein schweres Spiel, ne? Jetzt haben wir hier eine Chance in der 76. und zwar Barkov trifft, oh, das Abseits hier. Dann schießt er kurz darauf nochmal und dann wird der Ball hier übers Tor abgefälscht. Ecke verlängert Russ auf Wolf und der schiebt hier ein. 1-0 in Unterzahl. Jungs, richtig, richtig klasse. 1-0 durch Wolf in Unterzahl. Ich sag ja, der Wolf, der macht sich hier, das gefällt mir. Der macht es richtig gut. Und wir sind wieder recht effektiv. Wir haben hier so zwei, drei Chancen und machen hier das Tor. Das kann man immer gebrauchen. Und jetzt machen wir hier noch den letzten Wechsel. Der ist hier so ein bisschen kaputt. Aranquis. Immer Hasebe. Das ist dann auch so ein bisschen defensiver. Ist eigentlich nicht verkehrt. Und da versuchen wir jetzt hier die ganze Angelegenheit. Jetzt habe ich hier die Taktik vergessen. So ein bisschen mit Zeitspiel über die Runden zu kriegen. Sebe, der ist nicht so offensiv. Ah, Ball halten ist okay. Ich mache ihn auch jetzt nicht so offensiv. Gucken wir noch in die Laufwege. Dann machen wir Sebe hier nur schön, dass er mit hinten helfen und gar nicht so weit vor. Und wenn wir das hier über die Zeit retten könnten, das wäre auf jeden Fall ein richtig toller Erfolg, denn rote Karte in der 30. Minute, das ist dann schon wirklich richtig dumm. Und ich glaube auch, da dürfen wir hier dann mit Reyes reden. Und da wird er ja auch eine gewisse Strafe erwarten können. Jetzt haben wir hier 84. Ecke von Williams. Der schlägt die hoch rein.
Und Stojanov, der kommt hier nicht entscheidend genug raus und hat hier Glück, dass Russ den Kopfball knapp vorbeisetzt. Schade. Was ich nicht ganz so verstehe, warum wir so schlechte Noten haben. Jetzt haben wir hier wieder Wolf, der will hier an Plastun vorbeigehen. Kommt nicht vorbei, holt sich den Ball wieder, flach in die Mitte, Jovic ist da. Aber Sinjo, der blockt hier den Ball ab. Schade, hätte 2-0 sein können, da wäre der Deckel drauf. Ecke wird von Jovic schön verlängert, Wolf dreht sich. Zwei Verteidiger können hier nicht am Schuss hindern und jawoll. Marius Wolf, Doppelpack für den Außenstürmer von uns. Der hier seine Chance auch so ein bisschen nutzt. In Unterzahl machen wir hier das 2-0, Deckel drauf. Und es ist vorbei. Das war ein richtiger Kampf hier, den wir hier bringen mussten. Und hier, das war nur ein Kampf, weil hier der Kollege mal richtig Mist gemacht hat. Und da kriegt er hier auch 11 Tagessätze, 22.000 Euro. Das kostet richtig. Und hat er sich hier eine 6 geholt und hat jetzt nur noch eine 7er Form. Das ist richtig Murks. Das brauchen wir nicht. Tawata richtig stark wieder. Hat ein gutes Spiel gemacht. Und Wolf hier mit einem Doppelpack. So macht man's. Da zeigt er, wie es geht. 2-0 gegen Ludogorets. Vor ausverkauftem Haus. In Unterzahl seit der 30. Ja, ich würde es ähnlich beschreiben wie der nette Reporter. Bei uns läuft es einfach gar nicht. So, gucken wir mal durch die Ergebnisse durch. Die Hertha gewinnt bei Angers mit 2-1. Doppelpack Ibisevic. Und Rostov gewinnt gegen Lazio Rom, deswegen ist hier alles noch so ein bisschen offen. Oh, und jetzt könnte es hier auch eng werden für die Berliner, weil wenn die gegen Lazio verlieren und dann gegen Rostock verkacken, ist hier Rostov tatsächlich noch durch. Enge Gruppe. Wir haben hier Rijeka 0-2 gegen Lyon und 4-1 Alaves gegen Moskau. Wir haben Konyaspor gewinnt 2-1 gegen Athen und Krasnodar macht hier... richtig klasse Spiel, Smolov dreimal gegen Southampton. Athen 1-0 gegen Kiew und Liangbi verliert zu Hause 3-1 gegen Everton. Atalanta Bergamo 1-4 gegen Fenerbahce und Sulte Wagem gewinnt 2-0 gegen Utrecht. AC Mailand souverän, nächster Sieg hier 3-1 bei Young Boys Bern in der Schweiz. Und Selina gewinnt hier 4-3 gegen Kopenhagen. Holt den ersten Dreier hier. Eindhoven 1-0 gegen Red Bull Salzburg und Bilbao 2-1 gegen Slavia Prag. Wir gewinnen 2-0 gegen Ludogorets und Praga gewinnt 3-0 gegen Akdam. Damit ist das Thema hier durch. Wir haben sich hier die Punkte ganz nett geteilt. Askrad ist durch, hoffentlich auf 2. Und wir sind durch, hoffentlich auf 1. Aber es sind ja noch 2 Spiele. Wir haben hier Köln 4-0 gegen Tel Aviv und Solna 1-3 Niederlage gegen Zagreb. Wir haben hier noch Marseille 3-0 gegen Zürich und Glasgow 1-0 gegen Brann-Bern. Der Gruppe K haben wir hier Zenit St. Petersburg 3-0 gegen Bade Borisov und Brügge 3-0 gegen Sheriff Tiraspol. Und in der L haben wir noch hier einen 3-2-Sieg von Arsenal, tun sich hier relativ schwer gegen Sojer Lugansk und ein 0-0 zwischen Real Sociedad und Atromitos Athen. Ja, ich würde denken, super erfolgreich. Jetzt haben wir hier das Heimspiel gegen Mainz, da werden wir natürlich wieder hier rein rotieren. Dazu kommen wir dann später bei der nächsten Folge, brauchen wir ja gar nicht so viel vorlesen. Jetzt haben wir hier noch das Rhein-Main-Derby. Ja, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm hier. Auswärts bei Mainz, unser Derby. Bin ich gespannt, wie wir hier abschneiden können. Und jetzt gucken wir mal, was man hier. Sportgericht sagt Dres für 2 Spiele. Ja, das sagen wir ja. Denn das sind die 2 Vorrundenspiele. Da haben wir den danach dann wieder. Stendera 6 Tage verletzt, Schulterverletzung. Richtig nervig, die blöden Verletzten. Ai-Union gewinnt 2-0 bei Union. Ja, wieder neue Verletzte. Blumen noch 2 Tage. Und Stendera 6 Tage. Riskante Ansprache war erfolgreich. Das ist klasse. Da Costa ist noch angeschlagen. Wir haben Lucas Tossard gescoutet, 20 Jahre, schönes Talent, nervenstark, ehrgeizig, trainingsfleißig, 11 Millionen Marktwert ist natürlich richtig fett. Aber Summa perspektivisch als Hasebe-Ersatz wäre vielleicht einer, der ganz gut zu uns passt. Was verdient der Kollege bei Jürgen? 1,5 könnten wir uns auch leisten. Interessanter Spieler.
Dann haben wir hier eine neue Markteinführung von einem Artikel. Hier die tolle Babyrassel, die nehmen wir noch glatt rein. Wir machen dann hier noch die Badeente zum Entwicklung. Was haben wir noch? Danny Blum ist wieder fit. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Warten, Bereich haben wir hier so eine Fahrt hier. Und hier lassen wir unser Geld noch ein bisschen liegen. Die letzten 28.000 investieren wir hier in Juventus Turin. Und dann sieht es doch ganz gut aus. Sind wir mit der Folge durch? Wir gucken nochmal hier in die Leihen. Und da 8 Tore. Da macht das der Junge. 5,5 Millionen Marktwert. Champions League hilft was, ne? Wenn du Champions League spielst, stehst du im Schaufenster. In der Liga 9 Spiele, 3 Tore. Continental in der Champions League 4 Spiele, 5 Tore. Macht er gut, macht er gut. Mal hier mal in Details. Triffst denn du auch mal wieder im Liga? Nee, Liga macht er keine Tore. Ist er sich zu fein für? Hebt sie sich lieber hier für Chelsea London auf? Okay, solange es hier in der Champions League läuft, soll mir das genehm sein. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Kann man so sagen, wie es ist. Ich bin zufrieden. Wir basteln hier mal noch die Aufstellung fürs Spiel gegen Mainz zusammen. Da wird Haller wieder reinkommen. Da ist Boateng wieder da. Da kommt De Guzman wieder rein. Und dann rutscht Fernandes gegen Hasebe raus. Obwohl Hasebe hier ein Punkt schlechter ist, aber das läuft einfach zu gut. Fallett hier gegen Reyes, Russ auf die Bank und Abraham hier wieder rein. Chandler auf rechts, Williams auf links und Radetzky im Tor, wie sich das gehört. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Tja, jetzt wäre halt wieder so die Frage, jetzt ist ja ein bisschen Zeit, ich denke, da schafft er auch das in den Kommentar. Was machen wir mit Fernandes? Spielt hier Hasebe oder Fernandes? So ein Auf und Ab. Fernandes ist ein Punkt besser. Oder sagt er, ey, im Derby wollen wir hier als Tabellenführer mal richtig alles rauskrachen, soll ich De Guzman bringen? Dann nehme ich die nächste Frage. De Guzman gegen Arangues, wer soll spielen? Von Punkten her muss man sagen hier, 0,25 und 0,13 bei De Guzman. 0,43 als Vorlagen bei Aranguiz. Hat hier schon 3 Vorlagen geschoben. Der eine ist ein bisschen torgefährlicher, der andere macht mehr so die Vorlagen und die Arbeit fürs Team. Ansonsten schaut das hier eigentlich relativ gut aus. Wir haben noch ein paar Verletzte. So ein paar Leute kommen zurück. Formtechnisch sind wir gut dabei. Williams, tja, der ist halt einfach gesetzt, ne? Der ist so stark, spielt so eine gute Saison. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich finde, von der Stärke her sind wir richtig klasse unterwegs. Wir sind hier momentan viertstärkste Mannschaft der Bundesliga. Und in einer Mega-Form. Und da kommen wir hier in der nächsten Folge zum Spiel gegen Mainz. In Mainz. Ansonsten habe ich erstmal hier nicht viel zu tun. Schaut das hier bei den Fans aus. Fanbeliebtheit 100%. Können wir nicht meckern. Sponsoring ist auch alles weg. Kartenverkauf wie immer ganz oben. Sieht gut aus. Wir könnten mal gucken, das würde ich mal jetzt noch reingucken, ob wir hier mit Daniel Wass reden können. Denn bei dem passt mir einfach die Leistung bis jetzt nicht. Das ist hier der einzige Spieler, mit dem ich echt so persönlich unzufrieden bin. Und ich kann dem aber auch nicht sagen, dass der hier mal rausfliegt, weil er scheiße spielt. Das kotzt mich an. Das finde ich echt dumm. Rebic, der ist mittlerweile hier Stammspieler. Auch ja, 77 aktuell. Richtig krass am Auftreten. Hat der hier 4 Punkte? Er hat eine Ballkontrolle plus 4. Richtig toll.
toll. Hat eigentlich bloß eine 73 und Stärke 72, aber Form plus 1 und Moral plus 4 macht dann mal 77. 5,3 Marktwert. 2 Millionen wollen sie. Sind fest eingeplant. Ja, ansonsten schaut es gut aus, finde ich. Dann sind wir mit der Folge hier durch. Warum sollen wir es hier unnötig raus verlängern, wenn es hier nichts zu verlängern gibt? B-Jugend, gucken wir mal rein. Hier hatten wir noch einen neuen Spieler. Ich glaube, der hier war das. Der Pilz. Müssen wir mal schauen, ob wir Pilz und Killich noch Mentoren zuweisen können. Ich mal Mentoren rausnehmen bei den Jungs, die hier nicht so wahnsinnig stark sind. Hier der 16-jährige Jeboa, obwohl ich finde, Jeboa ist ein cooler Name. Den knall ich mal den Alex Meyer raus. Und überhaupt würde ich mal auch hier bei Bell, der hat 2 Sterne und hat den Wolf als Mentor. Sku, der hat Jobic, muss vielleicht auch nicht sein mit 2 Sternen. Können wir hier lieber gucken, dass wir hier den Jungs mit 3 Sternen, da haben wir hier 3 Leute, dass wir denen das noch geben. Wie schaut das in der A-Jugend aus? Haben wir da auch, oh, da haben wir auch die Leute mit 2 Sternen Mentoren drin. Zimmermann, den können wir drin lassen. Salcedo Williams würde ich mal rausnehmen. Und Stendera würde ich mal rausnehmen. Weiß man erstmal hier den hochtalentierteren Spielern, die so ein bisschen was zu. Schaumburg, Tobias Schaumburg, der kriegt hier Trainingsziele. Soll die wichtigen Sachen trainieren, wie es ankommt. Da kriegt er ja von uns beim nächsten Mal auch noch. Der trainiert schon die wichtigen Sachen. Blitz haben wir ja noch. Der trainiert auch schon das Wichtige. Er auch. Und jetzt machen wir hier noch die Toren hier rein. Er kriegt Stendera. Williams. Das ist Alex Meyer, Fußballgott. So, da haben die wichtigsten ja wieder die Mentoren drin. Können wir noch Trainingsziele einstellen? Danke, Zweikampf. Und Ausdauer. 2-1 zurück und jetzt kriegst du ja auch noch freien. So, und dann bleibt hier für, ja, kriegt die Boa wieder einen rein, das ist doch klasse. Jovic, super. Sind wir durch. Haben wir gut wieder verteilt. Die neuen Leute sind integriert, ganz lustig und ganz toll. Sind wir durch mit der Folge. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und, ach genau, eins fällt mir noch ein. Das machen wir noch kurz. Wir gucken nochmal hier bei Kooperationen. Kleine Vereine. Und Ost. Hier haben wir Chemie Leipzig. Die sind hier momentan auf Tabellenplatz 9 und die werden wir hier langfristig unterstützen, denn es gibt eine Fanfreundschaft zwischen Chemie und uns. Und da können wir hier denen ein bisschen was geben. Hier kriegt er ein Freundschaftsspiel. Neu spiele ich eigentlich keine Spieler. Spieler, die müssen hier ein bisschen eingesetzt werden. Können auch gern gegen uns spielen. Von euch. Euch ist nicht und ihr kriegt von mir Geld sogar noch. Und zwar, ich will euch unterstützen mit 1 Million, das können wir uns leisten, die holen wir wieder raus. Aber ich kann kein Angebot unterbreiten. Das kann man wahrscheinlich dann erst in der Transferphase wieder machen. Nee, jetzt kann ich Angebot unterbreiten. Na, was ist das denn Blödes? Wieso kann ich kein Angebot unterbreiten? Ah, da müssen sie noch was abgeben. Ja, dann kriegt er hier 1 Million und dann machen wir hier. Ein Spieler hier. Ach nee, das machen wir mal 3 hier. Das probieren wir. Angebot hier weggeschickt. Und dann haben wir hier noch unsere Chemiefans mit im Boot. Klasse. Können wir mal schauen, ob wir hier vielleicht was ausleihen können, was hier hilft. Wir haben ja vielleicht auch nächstes Jahr dann hier so Dadaschow oder sowas. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der den hilft. Dass er sich hier gut entwickelt. So, mal schauen. So, wir sind mit der Folge durch. Ich bedanke mich beim Zuschauen bei euch. Lasst was da, Kommentar, Like, was auch immer.
Und dann haben wir hier in der nächsten Folge, Ende der Woche, denke ich, am Freitag, Mainz, ein Testspiel und Werder Bremen. Bis dahin, schöne Woche euch, der Geo Gattos. Ahoi, ciao.